Ja, die nächste Geschichte, die wir gehört haben von einem Handwerker, der sehr engagiert ist, handelt von verschiedenen Netzwerkerfahrungen. Netzwerke sind gerade im Handwerk auch sehr bekannt dafür, dass sie ja Orte sind, an denen unterschiedliche Experten aus einem ähnlichen Gebiet zusammenkommen und miteinander sprechen und auch Erfahrungen austauschen etc. Netzwerke sind also prinzipiell bekannt als gute Institutionen, um auch zu lernen und informell zu lernen. Unser Handwerker hat schon zwei verschiedene Erfahrungen geschildert. Zum einen ist er Mitglied in regionalen Netzwerken, zum Beispiel auch in der Innung und Ähnlichem, und hat sich dort schon immer mal auch darüber geärgert, dass er den Eindruck hatte, dass nicht wirklich sehr offen gesprochen wird miteinander. Insbesondere wird wenig offen gesprochen über problematische Situationen und Schwierigkeiten am Markt und Ähnliches. Dann hat er später ein neues Netzwerk kennengelernt, das bundesweit ausgerichtet war, mit relativ wenigen Mitgliedern, die weit verstreut in anderen Gebieten und Regionen tätig waren, aber dasselbe Thema gearbeitet haben und dort eine sehr hohe Expertise aufgebaut haben. Und in diesem Netzwerk ist ein völlig anderes Zusammenarbeiten und Voneinanderlernen entstanden, eine völlig andere Haltung entstanden. Weil eine Erklärung ist, diese Firmen sind eben keine direkten Mitbewerber am selben Markt und können deshalb sehr viel leichter offen miteinander umgehen und auch gerade über die problematischen Situationen sprechen und über die Schwierigkeiten zu sprechen. Also ein Netzwerk zum Lernen, wie man es sich als Forscher eigentlich nur wünschen kann.